erste Klasse der Mittelschule Lofer besinnt diese die Geschichte des Adventskranzes. Hallöchen, habt ihr euch schon einmal gefragt, warum es einen Adventkranz überhaupt gibt? Nein! Na dann, höchste Eisenbahn, uns die Geschichte des Adventkranzes einmal anzuschauen. Vorher aber frage ich einige andere Kinder, ob sie etwas zum Adventkranz wissen. Keine Ahnung, warum es einen Adventskranz gibt. Frag mich nicht so komische Sachen. Hat das nicht etwas mit Jesus zu tun? Blödsinn! Mit Jesus hat das nichts zu tun. Das mit dem Adventkranz ist ein ganz junger Brauch. Und ich glaube, der Adventkranz und das Kerzenlicht sind ein Zeichen der Hoffnung. Hoffnung für Kinder, denen es nicht gut geht. Bingo! Aber nun noch mal für alle. Die Geschichte des Adventskranzes. Es war einmal vor vielen, vielen Jahren, genauer gesagt vor 181 Jahren, in Hamburg im Waisenhaus das Raue Haus. Hallo, ich bin ein Waisenkind. Das heißt, dass ich keine Mama und keinen Papa mehr habe. Daher wohne ich im Rauen Haus in Hamburg. Es ist gerade November, kurz vor dem ersten Advent. Wir Kinder freuen uns schon sehr auf die Zeit im Advent. Vor allem mein kleiner Bruder kann Weihnachten gar nicht erwarten. Da kommt er eh. Anna, wie lang ist noch bis Weihnachten? Ich will unbedingt wieder dabei sein, wenn wir feiern, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Ich mag das Fest. Naja, Brüderchen, das dauert noch ein bisschen. Aber wo bleibt eigentlich der Johann Wicher, der Leiter unseres Waisenheims? Mit Clara und Hans. Müssten die nicht schon längst zurück sein? Hallo Kinder, wie geht es euch heute? Johann, die Anna hat gesagt, dass es noch dauert bis Weihnachten. Aber ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich drehe durch, wenn ich noch länger warten muss. Ja, Johann, ich zuck aus, wenn die Zeit vor Weihnachten noch so lang dauert. Da werde ich mir jetzt was überlegen, damit die Zeit bis Weihnachten für die lieben Kinder kürzer wird. Wo ist er denn jetzt schon wieder hingegangen, der Johann? Der ist sicher an die Rache gegangen, weil er sonst hält das ja nicht mit uns aus. Was laberst du schon wieder? Der Johann raucht nicht, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass er sich sicher etwas einfallen lässt. Jetzt, wo du es sagst, glaube ich, dass er gerade wieder einen Plan schmiedet, um uns glücklich zu machen. Psst, seid mal leise. Ich höre jemanden, der die Treppe runtergeht. Hallo Kinder, ich habe mir jetzt etwas überlegt, damit für euch die Zeit bis Weihnachten schneller vergeht. Habe ich ja gesagt, dass der Johann sich was einfallen lässt. Schaut, ich habe etwas für euch gebastelt. Ein großes hölzernes Rad einer alten Kutsche mit 28 Kerzen darauf, 24 kleine rote und 4 dicke weiße. Obergeil! Mega! Genial! Boah, rass! Danke, Johann. Jetzt können wir jeden Tag eine Kerze anzünden und so auf die Geburt von Jesus, dem Licht der Welt, warten. Die Zeit wird wie im Flug vergehen. John Wichern ist also auf die Idee des Adventkranzes gekommen, um die Kinder im Waisenheim Raue Haus die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen.
da damals sehr viele Menschen, besonders Kinder, im Elend lebten. Sollte ihnen das Licht des Adventkranzes in der Vorweihnachtszeit wieder Hoffnung geben. Zünd ein Licht an gegen die Einsamkeit. Ein Licht ist stärker als alle Dunkelheit. Es macht dich offen, lässt dich wieder hoffen. Es gibt dir neuen Mut, alles wird gut. Zünd ein Licht an. Stärker als alle Dunkelheit. Es macht dich offen, lässt dich wieder hoffen. Es gibt dir wieder Mut.